So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Qualifying, zum großen Preis der USA. Ah, los geht's. So, da sind wir wieder im Auto und ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf die Strecke, weil es wird langsam wichtig. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Auf, auf. So, Gas geben, damit wir hier heute ein gutes Ergebnis rausholen. Gut, das Ergebnis aus dem zweiten freien Training, ja, 6. ist okay, bin ich zufrieden mit. Gehe ich nicht hin, wir starten hier von 22, das weiß ich jetzt schon, weil wir eben 40 Plätze Freistrafe haben. Aber, gut, das dritte freie Training kann man mit sich schenken. Da haben wir Glück gehabt, dass wir noch gerade so eine schnelle Runde gefahren haben, bis dann plötzlich der Regen kam. Mal gucken. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Wollen wir noch den Motor schnell schonen? So, vor uns ist ein Renault, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. So, gehen wir auf Max, damit wir ein bisschen Power haben. Let's go. Versuchen es aber zu kriegen. Ziel ist es hier ein gutes Ergebnis rauszuholen. Also zumindest für die Psyche ein gutes Ergebnis, das wir müssen. Wir können es, aber mal gucken. Also hinter uns ist der Haas. Schauen, ob wir jetzt was hinbekommen und wenn wir eine gute Zeit hingesetzt bekommen, 35,1 oder 35, 34 irgendwas war von Hamilton, aber Ocon hat schon mal eine 33er Zeit raus, da kommen wir nicht hin, 34,7, 1,1 Sekunden hinter dem Renault, aber Magnussen geschlagen, das ist auch schon mal etwas Haas dahinter. There's only one lap of fuel remaining. Max Verstappen, der auf jeden Fall nochmal eine richtige Zeit hinsetzt, die ich jetzt aber gerade auf Anhieb nicht gesehen habe.
Vielleicht reicht es, um nochmal eine Bestzeit zu setzen. Also eine gute Zeit zu setzen, so rum. Mit Hammer 5. Hamilton hat 31,8. Och Gottchen. Das sind ja 3 Sekunden. Okay, Thema Sieg kann man jetzt schon abschließen im Kopf. Das wird nichts werden. Solange der Ocon da vor uns auch umguckt, weil wo ich weiß, dass die über eine Sekunde vor uns war, brauchen wir gar nicht Richtung Platzierung, eine weitere Platzierung bis auf Platzierung zu schielen. Bleibt bei 7 momentan, Rückstand eine Sekunde. Das ist toll. Sorry, da habe ich etwas. Ja, Platz 7, das ist ja ein schönes Ergebnis, aber es wird definitiv kein 7. Platz werden. Wir sind gut, dass wir einige Teams geschlagen haben, die ich auch schlagen möchte. Latifi, Russell. Bottas, der konnte gar nicht entscheiden, wo der wohl hin will, weil der Williams nimmt ihn auch noch bremst. Da ziehen wir noch die Tür zu, genau. Giovinazzi, Mick. Ich habe keinen Treibstoff, das ist ganz gut mehr. Ricciardo würde es jetzt wahrscheinlich auf 9 verdrängen. Ja. Geht er mir auf 7 vor. Nehmen wir das Schild mit. So. Gut, dann stehen wir momentan echt beschissen da, muss ich sagen. Ja, der Schritt nach vorne, der war eigentlich ganz okay. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Ja, das wird man nicht. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal mit dem Mercedes-Motor ein bisschen besser fahren als der Honda-Motor. Da müssen wir ein bisschen mehr Feuer geben.
ranked 21st in the speed trap, 328.9 kilometers per hour. 3 Minuten noch, dann fahren wir auch raus wieder. So 3-4 Minütchen. Moment. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there. So. Ja, das ist ein paar Minuten. Momentan kämen wir auf 13. Gut, das wär, wenn wir das nach Hause fahren, wäre das ein gutes Ergebnis. So, okay, dann fahren wir mal raus wieder auf der auf die Strecke. Five minutes left for this session. Checks complete. We're ready. So, auf. Dreizehnter momentan, 4 Minuten 40 noch. Mal schauen. Gassi hat ungefähr über eine halbe Sekunde Vorsprung auf uns. Vielleicht kriegen wir die Zeit noch irgendwie geknackt, dass wir einen Sprung nochmal nach vorne machen können. Grosjean. Nee, ich gehe auf 12, so. Fahrer vor mir. Grosjean is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 34.3. Nee, da hat der Grosjean sich mit dem zweiten Versuch nach vorne geschoben. Gassi war auf 12, wir waren auf 13, das heißt, wir müssen es minimal verbessern. Grosjean hat den zweiten Schuss abgetan. Das heißt, hoffentlich mit einer ordentlichen Zeit
Die anderen Jungs müssen noch mal. Da geht die 0,7 vor. Versuch noch mal ein bisschen zu setzen. Das wird wahrscheinlich die Grosjean-Zeit werden höchstens. So, momentan sind wir sogar auf der Gasly-Zeit. Wir haben jetzt 0,8 Vorsprung, jetzt hier hat 0,7 vor uns. Platz 8! Und zwar vor Norris und Ricciardo. Ja, wäre diese blöde Strafe nicht, ne? Ja? 30 seconds left in the session. Reicht nicht. Moment, jetzt ist 15. Ich habe die Zeit oben noch kurz eingeblendet gesehen. Schade, wäre nochmal ein schöner Schwung, nochmal ein schöner Schuss geworden. Es ist letztendlich dann nur Rang 15 fürs Team. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, schade. Es wäre schön gewesen, wenn wir da nochmal einen Sprung gewagt hätten. Wenn es dann nochmal ein ordentliches Ergebnis gewesen wäre. Es wird leider am Ende tatsächlich bei 22 werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Mal gucken, wie es am Ende des Rennens wird. Naja. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Glauben Sie, dass diese Grid-Strafe berechtigt war? Ja, klar. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Wo glauben Sie, werden Sie stehen, wenn alle Teams ihre Wagen an die neuen Regeln der nächsten Saison angepasst haben? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? So.
Gut. Klasse. Das war dann alles. So. Gut, dann sind wir durch mit dem Training, liebe Leute. Das Qualify, das Rennen steht uns morgen ins Haus. Dann schauen wir einfach mal. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, und das schauen wir uns dann morgen einfach an. Wir sehen uns dann wieder mit dem Rennen morgen um 14 Uhr.